Hallo meine Lieben, heute gibt es ein ganz kleines Video, wo ich euch gerne ein paar neue Sachen zeigen möchte, die mich gerade erreicht haben. Ihr seht oben drauf schon ein paar Sticker, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht nämlich um Kalendereinlagen und ich habe hier ganz besonders schöne Exemplare. Die sind von dem Shop Unique Paperworks auf der Wanda und für mich... Ich liebe zwar die Webster's Pages Einlagen, aber ich brauche einfach mal wieder ein bisschen frischen Wind. Außerdem habe ich eine neue Idee für ein Setup, an dem ich gerade arbeiten möchte. Und da haben die einfach perfekt reingepasst. Ich möchte mich auch ein paar verschiedene Dekorationsstile mit verschiedenen Einlagen ausprobieren. Und das werde ich mit diesen hier tun. Einmal mit dabei ist eine Jahresübersicht für 2017. Haben wir zwar noch nicht, aber bald. Geht ja doch schneller rum, als man denkt. Und die erinnert mich vor allem sehr, ihr kennt doch bestimmt diese Schülerkalender. Die haben ganz vorne diese typischen Übersichten mit diesen Spalten und Haken. Und eine Mitschülerin von mir hatte halt so einen typischen Schülerkalender letztes Schuljahr. Und klar, kann nicht mit einem Fileffekt mithalten. Aber irgendwie habe ich diese Übersicht sehr vermisst. Und deswegen ist sie diesmal mit dabei. Ihr habt einmal so ein Zettel mit einer quasi Monatsübersicht, könnte man sie nennen, und ein paar Linien für Notizen. Und dann kommen halt diese Übersichten. Und das hilft mir ganz gut, weil so kann ich zum Beispiel Ferien markieren oder auch Klausuren eintragen. Habe einen besseren Überblick, dafür hatte ich es gedacht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass hier nicht steht, ob Samstag, Sonntag oder was Wochenende ist. Das kann ich mir aber zur Not irgendwie selber farblich markieren. Ja, dafür sind sie gedacht und ich weiß auch schon, wie ich sie perfekt in meinen Planer integrieren werde. Dann kommen wir zu quasi 3 Wochen Einlagen. Einmal 2 Kalender, die sind jetzt für das restliche Jahr 2016 in 2 verschiedenen Styles. Und ich mache einmal das hier auf. Erinnert mich, soweit ich das gesehen habe, ich selbst hatte noch nie diesen Kalender, aber erinnert mich ein bisschen an diese Kate Spade Aufteilung. Was mir besonders gut daran gefällt, ist, dass es so schlicht ist und die Schrift nicht zu klein ist. Und jetzt kriege ich das hier nicht ab. Ist ja mal wieder typisch. Ich muss kurz... Mit, oder geht es so? Ich will ja hier auch nichts kaputt machen. So. Ja, wie gesagt, ich mag das schlichte Design und die Aufteilung ganz gerne und dass auch so viel Platz zum Dekorieren ist. Und ja, ich mag es nämlich, wenn Einlagen relativ schlicht sind, dann hat man ja doch relativ viele Freiheiten. Ich wollte aber trotzdem auch was Neues probieren, deswegen habe ich mich an diese hier gewagt mit den, wie soll man es nennen, Flaggen oder ich habe gerade echt keine Ahnung, wie man es nennt. Aber ihr wisst ja, was ich meine, ihr habt es ja gesehen und das ist ja eigentlich weniger schlicht, auch wenn hier jetzt keine Farbe drin ist, sondern immer noch alles sehr gut übersichtlich. Ist es doch anders, wenn man das mal vergleicht. Ein bisschen chaotisch hier. Also sind schon 2 komplett unterschiedliche Stile und das finde ich macht aber gar nichts. Ich würde da gerne einfach ausprobieren, was mir besser gefällt oder vielleicht auch beides benutzen, verschiedene Planer, mal schauen. Vielleicht das eine so Alltag, das andere Blockplaner. Ich fand das nämlich eigentlich ganz niedlich mit diesen kleinen Fähnchen und was ich ganz gut fand, war, dass hier Linien sind. Das mag ich persönlich gerne. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich von der Kastenaufteilung halte, aber ich kann es mir ziemlich gut vorstellen, wenn man hier Washi-Tape hinklebt. Und ich habe da schon ein paar kreative Ideen, die ich dann gerne ausprobieren möchte. Also ich bin gespannt. Ihr werdet natürlich dann auch zu sehen bekommen, wie die Wochendekorationen aussehen. Ich habe auch wieder vor, mehr Wochendekos zu filmen. Das habe ich ja jetzt in letzter Zeit gar nicht gemacht. Obwohl, ich habe letztens eine Wochendeko gefilmt und das Video wurde so furchtbar, weil das Licht plötzlich weggegangen ist, dass ich es nicht hochladen konnte. Das konnte ich euch nicht antun. Deshalb vielleicht demnächst. Und dann noch ein Schülerkalender. Also der beginnt jetzt im August und geht bis August nächsten Jahres. Also perfekt. Und der hat hier so Spalten, da kann man das Fach eintragen und dann ist da Platz. Was ich mir dabei gedacht habe, ist, da ich meinen Kalender ja schon für alles benutze, Schule vor allem, aber auch private Termine, ich habe schon eine extra Sektion für Schule und da habe ich bis jetzt so weiße Notizseiten, um meine Hausaufgaben aufzuschreiben. Ich habe aber vor, das mit diesen Einlagen zu machen. Also ich werde da nicht das ganze Batzen reintun, sondern halt irgendwie so ein paar Wochen.
Und dann kann ich, dann ist das nur für Hausaufgaben. Dann werde ich da das Fach hinschreiben und halt meine Hausaufgaben für den Tag und nichts anderes. Und der eine Kalender kommt dann auch noch zusätzlich rein. Also, dass ich das sozusagen aufgeteilt habe. Und das bedeutet, ich habe mehr zu dekorieren. Das gefällt mir natürlich besonders gut. Und auch hier, das Design ist wieder sehr schlicht gehalten, gefällt mir. Und besonders auch die Schrift und die Zahlen. Ich finde, wenn die Schrift nicht passt oder zu schnörkelig ist, dann kann ich damit echt nichts anfangen. Also so Schnörkel ist nicht so meins. Und ja, das war aber noch nicht alles. Das waren jetzt die typischen Kalendereinlagen quasi. Worauf ich mich richtig freue, ist dieser Notizblock. Und ja, es ist ein Notizblock. Den gibt es gelocht und nicht gelocht. Und übrigens, den Shop verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Ich finde erstmal diese hier Streusel oder Tupfen oder wie man es auch nennen mag, total niedlich. Und ich werde es wahrscheinlich, da ich jetzt wieder in meinen Kiki Kel ziehe, hinten so reinstecken. Und es ist natürlich Personal Form. Deswegen passt es super rein. Und da es schon vorgelocht ist, kann ich einfach etwas aufschreiben und es dann direkt in meinen Planer heften. Und das war mir halt besonders wichtig, weil ich habe keinen Locher unterwegs dabei. Und das mache ich halt ziemlich häufig, dass ich irgendwas notiere und dann in irgendeinen Bereich untergliede. Und ja, dann habe ich noch, in dem Shop geht es mehr um Einlagen in allen Größen, A5, Personal und Pocket. Aber es gibt und sogar Midori-Einlagen. Also falls ihr irgendwie so Heftchen braucht, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Es gibt auch eine Abteilung mit Stickern, da gibt es bis jetzt aber nur 4 Bögen. Und ich dachte mir, ich probiere die einfach mal aus. Also sie sind halt nicht glänzend oder sonst was, sondern aus Papier und die mag ich eigentlich immer am liebsten. Mich haben halt vor allem diese Blumenmuster überzeugt und die Qualität sieht bis jetzt auch nicht schlecht aus. Ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren und hoffe dann, dass der Shop vielleicht noch mehr Designs dazu bringt. Was ich besonders auch gut finde, ist halt die Qualität. Das Papier ist nicht zu dick und nimmt damit nicht zu viel Platz weg. Es ist aber auch nicht zu dünn. Und der Shop lässt es in einer externen Druckerei anfertigen. Deswegen gibt es auch keine wirklichen Extrawünsche. Das mag den einen oder anderen vielleicht stören. Aber so gibt es auch immer genug Auflage. Das heißt, man muss nicht 3 Wochen auf seine Bestellung warten, sondern es ist fertig da, das Produkt, und kann bestellt werden. Und dadurch ist es auch perfekt geschnitten, perfekt gelocht. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Ich werde euch bald zeigen, was ich damit angestellt habe und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Tschüss!